tell him I don't care. A billion dollars is chump change. What does $1 billion buy anyway today? Doesn't even buy $1 million. No, you tell him that. You tell him Yusuf Amir is speaking. That name does mean something in this town. One second. Hello? Excuse me. Hello? Hello, who is this? Papa! Papa, how are you? Yes, Papa, yeah, it's a present. It's a gift. Oh, no, you didn't pay for it. I did. Well, I didn't pay for it, so you didn't. But Papa, it's complicated. I miss you, Papa. I do. Yes, I'm close to closing the deal. The biggest tower. You're going to be so proud of me. Well, $10 million is maybe a little bit too much to spend in a month, but you know, it was necessary. No, Papa, no, no, that's not fair. No. That... Papa, they're not prostitutes. They're loose women. Papa, hello, Papa. Hey, it's you, my friend. How you doing? How you doing? What's up, Papa? Trouble with your old man? No, it's my father. Okay. Yeah, family can be tough, man. He's a very conservative man. He doesn't understand what I'm doing here. He thinks my life is one long party. A reckless orgy of sex, drugs and spending. Really? Als ob es anders wäre. He's deluded. I think I work my fingers to the bone. To the bone! You know, last week, I got exhausted test driving sexy cars. I had to fly to Vice City and bang bitches for 2 weeks just to recover. I'm a workaholic, man. A workaholic, homie. Yeah, evidently. Now I have to meet Ahmed and his brother to take a business meeting. And I love those guys. They're like family. But, oh, God, it's going to exhaust me. How's that? These guys, they're always going on about how rich they are. Look, the money here. The money there. You know what they are, Luis? I'll level with you. They're very, what's the word? Tacky. No taste. I mean, I love those guys, but seriously, come on. Okay, well, I guess I'll see you later then. No. Hey, you're coming with me, baby. You need to hang around. You gotta act like we're friends. Shit, we are friends, baby. Make out that we got shit going down. Going down, my nigga. Anyway, let's go. Let's bounce, baby. Ah, ich möchte nicht wissen, was Luis denkt. I don't mean bouncing literally. I just mean. I know what it means, Yusuf. It's a term from the street, meaning you have to walk. But if you don't get that, it's a bit like. Roll me, you have to roll me. You're not like a fat man rolling. It means can actually can just we walk. Just go? Cruise on up to Rotterdam Tower. Ugh. Got some meat, man. Muss ich jetzt mit dem Auto fahren oder kann ich in mein Auto weg? Mhm. Okay, ich muss mit dem Auto fahren. Ja, wie man so an den Kommentaren merkt, gehen die wirklich nicht zimperlich um mit so ethnischen Vorurteilen oder Floskeln. Araber wollen natürlich immer nur das größte Gebäude überhaupt bauen. Das ist schon irgendwie lustig. Ja gut, die haben sehr hohe Gebäude, aber deshalb ist doch nicht jeder so, oder? Luis ist auch nicht die ganze Zeit Tacos. Obwohl, so ein Taco wäre jetzt richtig lecker. Mm. Egal, ich muss mich jetzt auf den Verkehr und die Mission konzentrieren. Und gibt es wieder einen bösen Unfall. Und ich glaube, dieses Auto ist teuer, ne? Sieht so ein bisschen goldig aus. Und ich habe ihn ja auch schon wieder verfahren gehabt. Ja, was? Jetzt lässt er mich allein oder was? Ja, so ein Penner. Okay. Bin ich mal wieder auf mich allein gestellt. Was ist das hier eigentlich? Die Liberty City Version vom Empire State? Ich glaube, sieht fast so aus.
glaube, ich renne mal ein bisschen. Ah, da ist er ja schon. Oder die beiden. Ahmed. Louis, my man. Where's Yusuf? What's going on, bro? What do you mean, what's going on? Chill, homeboy. Look at the real estate. Enjoy. Yusuf. You said he'd be here. Yo, what's wrong with you, man? Yo, what's going on? He fucking knows we're in the shit. What do I know? I told you to chill, man. Shit! Tell me what I just walked into. Tell me. Please, what are you doing? I'm sorry. Fuck you. Wow. Louis geht dem Ärger nicht aus dem Weg, wie man sieht. Au! Scheiße! Hätte ich vorher was essen sollen? Ich glaube schon. Okay, das heißt, langsam wieder durch die Kante schleichen. Ich glaube, ich muss da hoch, ne? Wow. Mann, was ist das für eine Wumme, ey? Jesus. Deine Weste? Nein, natürlich nicht. Wo schießt das hier schon wieder? Fuck, ey. Fuck. Ey, ich glaube, ich... ich komme hier nicht lebend raus. Jedenfalls nicht beim ersten Mal. Ja, genau. Komm von hinten, Mann, ey. Was soll die Scheiße? Ey, das ist doch ein bisschen unfair, oder? Du kletterst hier hoch. Und bist noch nicht mal oben, dann wirst du schon angeschossen. Sollten die nicht eher versuchen, mich festzunehmen, anstatt mich gleich zu töten? Wieso lassen die den anderen einfach durchlaufen, ey, und mich nicht? Ah, die Bombe ist cool. Mann. Ey, den lassen die einfach durchlaufen. Was soll die Scheiße? Es war gerade ein sehr schöner Blick über die ganze Stadt. Also die Stadt ist so wunderschön. Ich glaube, ich muss echt mal New York besuchen gehen. Wollte ich auch schon immer mal machen, aber ich habe noch nie Zeit dazu gefunden. Jo, ein Helikopter. Ja. Sehr schön. Ah, ist das nicht wunderschön? Ah, herrlich. Aber egal, ich habe eine Mission zu erfüllen. Obwohl. Ah, schön. Ja, das Industrieviertel ist nicht so schön. Was jetzt? Danke. So ein Idiot, der hätte lieber springe vom Gebäude. Na prima, wo springe ich denn jetzt hin? Ich habe gar keine Lust zu springen. Oh Gott.
Geronimo! Wie machst du denn jetzt den Fallschirm auf? Kann ich den Fallschirm aufmachen? Oh Gott. Oh. Yay. Dass ich ein bisschen Höhenangst habe, habe ich erzählt, ne? Wuhu! Yay! Wuhu! Aber Spaß macht's trotzdem. Yay! Nicht vors Auto, nicht vors Auto. Wuhu! Nice! Mission erfüllt, würde ich dann mal sagen. Uhu, 4 zerstörte Helikopter. Ich bin so super. Ah, der Rest. Irgendwann muss ich wirklich mal versuchen. Luis, Bro, I heard the news. What went down? Taerde, and I met soon after. Oh, whatever do you mean? Dude took a dive down to sea level, bro. Motherfucker set you up with the noose so they could take your business. I cannot believe it. They were brothers to me. I would have brought them anything they wanted. Sometimes, bro, money ain't enough. I have a deep sadness in me, Luis. Will you join me, please? For an orgy of champagne, cocaine, women, watermelons, and whatever else this city may have to offer. We must forget them. You're gonna have to do the forgetting by yourself, man. I got a lot of other business to deal with. I'll see you around, man, okay? Was wollte ich jetzt sagen? Irgendwann muss ich da echt mal versuchen, diese Scores zu knacken. Das Gute ist jetzt, da ich die Videos aufnehme, kann ich im Nachhinein schauen, was ich beachten muss bei den Missionen. Und wenn ich das, glaube ich, das nächste Mal spiele, werde ich wirklich mal versuchen, da irgendwie... ja, volle Punktzahl zu erreichen. Mein Auto noch da steht? Sieht nicht so aus. Aber der hier ist auch ganz schick. Polizei, Polizei, keine Polizei. Ja, ja, ja. Nee, Auto ist weg. Soll ich mal... Ich, jetzt fahre ich zu Murray. Denn ich als alter Prusi-Fan freue mich jedes Mal, wenn ich den sehe. Ach, Tony. Wieso nervt mich Tony andauernd? Ich habe nur keine Lust, jetzt das anzunehmen, weil es kann auch passieren, dass wenn man ein Gespräch annimmt, man auch gleich in einer Mission landet. Und da habe ich jetzt keinen Bock. Ich möchte jetzt zu Prusi fahren. Yay! Oh, Bullerei. Oh, das Auto ist auch echt schick. Mm, ja, ja, Gelaber. Ich möchte Musik. Schöne Musik. Ach Mann, jetzt hör auf zu nerven, Tony. Ah ja, da waren gerade die Weasel News. Die kann man sich auch öfters mal anhören, denn meistens hört man dann über Geschehnisse, die einen selbst betreffen. Jetzt wäre es nämlich gerade um diesen Helikopterunfall mit der Yacht gegangen, wo ich echt nicht mehr weiß, was da wohl passiert sein mag. Muss irgend so ein Verrückter einfach auf ein Boot gestiegen sein, einen Helikopter geklaut haben. Das ist wirklich schlimm, was hier in der Stadt so abgeht. Ich bin froh, dass ich da anders bin und mich aus solchen Sachen immer raushalte. Soweit ich weiß, ist da nämlich so ein ganz Verrückter einfach mit einem Helikopter geflogen, obwohl er keinen Führerschein hatte. Kein Flugschein, meine ich. Ganz schlimme Geschichte, also. Deshalb habe ich auch gleich